Hallo Freunde, willkommen zurück zu Friday Night Magic. Die Partie letzte Woche war ja ein bisschen ein Schlag ins Wasser mit dem Deck. Das kommt davon, wenn das echte Leben zuschlägt und man unter der Woche keine Zeit dafür findet, das Deck ausgiebig zu testen. Das ist mit dem Deck jetzt nicht passiert, das konnte ich ein bisschen testen und ich muss sagen, ich erwarte mir einiges davon in den Probeläufen. Na, sagen wir es mal so, das letzte Spiel, das ich tatsächlich damit getestet habe, war gegen die KI. Die KI hatte dabei das Schwarz-Weiß-Deck von vor ein paar Wochen und die Schlacht hat etwa eine Stunde gedauert. Und dann mussten wir allerdings die Waffen strecken, weil es die Karten ausgingen. Also ich würde sagen, das Deck heute ist auf einem Level mit dem Schwarz-Weiß-Deck von vor einiger Zeit. Wie immer basiert das ganze Deck auf einer Karte. Diesmal sind das die Armschienen des Illusionisten. Ein Artefakt, eine Ausrüstung und andere Kreaturen damit auszustatten. Im Prinzip, sobald eine Kreatur eine Fähigkeit aktiviert, die keine Mana-Fähigkeit ist, wird diese Fähigkeit kopiert und von dafür die kopierte Fähigkeit ein weiteres Ziel wählen. Die Armschienen kosten 2 Mana, auszurüsten sind sie für 3. Ich habe die Teile gesehen und geschossen unglaublich viele Möglichkeiten durch den Kopf, die effektiv einzusetzen. Dann habe ich die Kartenpool von Magic 2015 gesehen und wurde zurück in die Realität gerissen. Es gibt hier in dem Spiel leider nicht so viele Möglichkeiten, die effektiv einzusetzen. Sämtliche Komm-ins-Spiel-Effekte kann man damit vergessen. Solche Sachen hier gehören schon fast zu den besseren Möglichkeiten, das einzusetzen. Habe mich dann aber auch dagegen entschieden. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Deck an. Wir starten mit ein paar weißen Karten. Hier Wille der Götter für ein weißes Mana. Immer mal wieder ganz nützlich. Eine Kreatur, die wir kontrollieren, erhält damit Schutz vor einer Farbe unserer Wahl bis zum Ende der Runde. Außerdem dürfen wir Hellsicht 1 betreiben, das heißt, wir schauen uns die oberste Karte der Bibliothek an und entscheiden uns dann, ob wir die oben lassen wollen oder unter die Bibliothek legen. Sehr nützlich die Sache. Wir können diese Karte offensiv und defensiv einsetzen. Stellen wir uns vor, der Gegner hat ein rein schwarzes Deck. Wir geben unseren einer angreifenden Kreatur Schutz vor Schwarz, dann ist diese Kreatur unblockbar. Im Gegenzug, wenn der Gegner uns angreift und ein fliegender Dämon unglaublich stark greift uns an, trampelt aber nicht, wir wollen aber keine Kreatur opfern, dann geben wir der verteidigenden Kreatur Schutz vor Schwarz und sie erhält keinen Schaden. Zwei nützliche Einsatzmöglichkeiten, Spontanzauber für ein weißes Mana, da kann man wenig falsch machen. Ja, die Mauer da oben, inzwischen ein viel gesehener Gast hier, fast jedes weiße Deck hat das Ding dabei. Es ist auch unglaublich nützlich und stark. Wie immer, Verteidiger kann also nicht angreifen. 0-4 für 2 Mana ist schon gut. Aber wenn die ins Spiel kommt, ziehen wir noch eine Karte. Hilft uns also ein bisschen mit dem Card Draw der Sache. Revolte ebenfalls gern gespielt von mir. Für 2 Mana eine Kreatur zerstören, die sehr groß ist. Stärke 4 oder mehr. Das hilft uns immer wieder gegen die Brecherkarten der Gegner. Funktioniert ganz gut. Nehmen wir auch diesmal gerne wieder mit. Hier kommt die Geheimwaffe des Decks, der Geschwaderfalke. Liegender als 1 für 2 Mana ist jetzt nicht sehr beeindruckend. Wenn der ins Spiel kommt, dürfen wir allerdings alle Karten namens Geschwaderfalke von unserem Deck auf die Hand nehmen. Anschließend wird die Bibliothek gemischt, das ist aber kein Problem. Das heißt, wir spielen den einmal und haben dann 3 weitere auf der Hand. Oder wenigstens einen weiteren, wenn unsere Kartenhand voll ist, ich will nichts abwerfen. Wir haben damit jedenfalls reichlich Kreaturen und hier steckt noch ein kleiner fieser Trick mit drin. Auf den komme ich nachher, wenn die zweite Karte zu dem Trick erscheint. Hier haben wir die Festnahme. Das Deck hat nämlich eine leichte Schwäche gegen einzelne starke Kreaturen. Die Revolte kann man ja nicht immer ziehen und da wir uns auf hauptsächlich kleine Kreaturen konzentrieren, machen uns die großen Brocken Probleme. Die Festnahme sorgt hier für Abhilfe. Für 3 Mana wird die verzauberte Kreatur daran gehindert, anzugreifen, zu blocken oder Fähigkeiten zu aktivieren. Das ist im Prinzip totaler Lockdown für eine Kreatur. Sie ist zwar noch im Spiel, aber effektiv kann sie nichts mehr tun. Sehr nützliche Sache, haben wir auch noch zweimal dabei jetzt. Für ein rotes Mana, ein koordinierter Angriff. Bis zu 2 Kreaturen erhalten, plus 1, plus 0 und Erstschlag bis zum Ende der Runde. Sehr nützliche Sache, können wir wieder offensiv einsetzen, um mehr Schaden zu machen offensichtlich. Können wir aber auch defensiv einsetzen, indem wir unsere Blocker verstärken und ihnen Erstschlag geben. Wenn wir damit die angreifenden Kreaturen ausschalten können, ohne Blocker zu verlieren, ist das immer wieder nützlich. Ich versuche das immer so einzurichten, dass alle Karten mindestens eine doppelte Funktion haben, offensiv und defensiv. Manchmal klappt es, manchmal leider nicht. In dem Fall ist es mir ganz gut gelungen.
der Schock. Bei den roten Karten fast eine Pflicht, das Teil mitzunehmen. Wir schießen für ein rotes Mana 2 Schaden beliebig an Kreaturen oder Spielern. Auch wieder Spontanzauber. Damit können wir gegnerische Blocker ausschalten oder Kreaturen, mit denen der Gegner nicht blocken würde, die uns trotzdem stören, wie zum Beispiel schwarz-weiße Gildenmagier. Wir können damit Angreifer zerstören, bevor wir sie blocken. Wir können damit dem Gegner direkt Schaden machen, falls es nötig ist. Können wir damit sogar ein Spiel beenden. 4 Stück dabei spiele ich hauptsächlich auf gegnerische Kreaturen, die mich stören, als Removal. Hier haben wir einen listigen Funkenmagier. Für 3 Mana eine 0-1 ist überhaupt nicht beeindruckend. Da hilft auch nicht, dass er Eile hat, aber seine Fähigkeit ist der Wahnsinn. Wir tappen ihn und fügen einen Schaden zu, und zwar Kreatur oder Spieler. Spielt keine Rolle. Und wenn wir die Armschienen auf ihn ausrüsten, dann kopieren wir diese Fähigkeit, wenn wir sie aktivieren. Das sind also schon 2 Schaden und die können wir sogar aufteilen. Der hilft uns sehr bei der Bordkontrolle. Wir können damit Tokens rausnehmen, und zwar 2 pro Runde, wenn wir die Armschienen haben. Wir können damit diese ganzen Widerstand 2 Kreaturen erledigen. Wenn wir das mit einem Schock kombinieren, können wir dann schon Widerstand 4 Kreaturen erledigen. Und im Zweifelsfall können wir am Ende der Runde des Gegners Schaden direkt auf den Gegner machen und ihn so langsam aber sicher in die Knie zwingen. Das Ganze ist so ein bisschen der Tod der 1000 Stiche. Das funktioniert überraschend gut. Dann haben wir den Schlotwächter. Ein weiterer Verteidiger dabei diesmal. Für 4 Mana eine 2-4 ist schon relativ heftig. Für 2 Mana können wir ihn allerdings tappen und er fügt einem Spieler unserer Wahl so viel Schadenspunkte zu, wie wir Verteidiger kontrollieren. Wir haben einen Schlotwächter draußen und 2-mal die Mauer da oben, dann ist das mit 1-mal tappen 3 Schaden. Wenn wir ihm die Armschienen geben, ist das mit 1-mal tappen 6 Schaden. Dementsprechend haben wir davon mal 4 Stück dabei, wir haben einige andere Mauern dabei. Und das funktioniert also ganz gut. Hier haben wir eine Nachtstahlaxt, eine sehr günstige Ausrüstung für 1 Mana. Auszurüsten für 2 und plus 2 plus 0 ist nie verkehrt. Unsere Falken werden damit zu 3-1 dumm geschossen, die 1-mal Schaden machen, das heftig. Und wenn der Gegner sie dann ausschaltet, ist das kein Problem. Die Nachtschalax bleibt uns erhalten und sie selbst ist auch unzerstörbar. Sehr nützliches Artefakt, nehme ich immer wieder gern mit bei kleinen Kreaturen, die doch mal ein bisschen einen Bums brauchen. Funktioniert. Hier haben wir ein Elemöbel. Hier haben wir ein Elixier der Unsterblichkeit. Mein Gott. Für 1 Mana ein Artefakt, für 2 Mana tappen und opfern. Wir erhalten 5 Lebenspunkte, was eigentlich schon nicht schlecht ist. Aber der Haupteffekt ist, wir mischen unseren Friedhof zurück in die Bibliothek und das Elixier nehmen wir gleich mit. Das hat nun folgenden Effekt. Stellt euch vor, wir spielen den ersten Geschwaderfalken. Suchen uns die nächsten 3 aus. Spielen wieder 2 aus, das heißt, wir haben 3 Geschwaderfalken. Unser Gegner hat jede Menge sehr großer Kreaturen, die nicht trampeln. Wir blocken die weg mit dem Geschwaderfalken und wir erhalten keinen Schaden. Wenn 3 Geschwaderfalken im Friedhof sind, benutzen wir das Elixier. Wir kriegen 5 Lebenspunkte dazu, machen die 3 Geschwaderfalken in die Bibliothek, spielen den 4. aus, nehmen uns die 3 von der Bibliothek zurück und bauen unsere Verteidigung wieder auf. Ich höre euch schon sagen, das ist sowas von unwahrscheinlich. Tja, in dem Stundenduell gegen das Schwarz-Weiß-Deck hatte ich insgesamt ungefähr 80, 86 Geschwaderfalken. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil die Elixiere immer wieder gekommen sind. Die Bibliothek war nach so langer Zeit einfach so klein, dass effektiv nur noch das Elixier und die Geschwaderfalken drin waren. Und die habe ich durchrotiert ohne Ende. Irgendwann hat das aber auch nicht mehr gereicht, ist ganz klar. Aber die Möglichkeit ist da und allein diese Möglichkeit ist schon eine beängstigende Verteidigung. Stellt euch dann noch vor, wir machen diese endlosen Geschwaderfalken jedes Mal mit einer Nachtstahlaxt, weil das Mana haben wir im Late Game. Dann machen die erschreckend viel Schaden und wir können die auch einfach mal als Angreifer wegopfern. Das spielt keine Rolle, wir kriegen sie ohnehin wieder zurück. Ja, wie gesagt, die Armschienen des Illusionisten funktionieren auch wunderbar. Darauf basiert das Deck. Ihr seht schon, ich habe jetzt nur 2 Kreaturen dabei, die effektiv von den Armschienen profitieren, weil es da tatsächlich nicht so wahnsinnig viele gibt. Amulett der Habgier hilft uns noch ein bisschen beim Card Draw. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 2 plus 0. Würde ich meistens auf die Mauer der Omen spielen, damit die 2-4 ist und ein bisschen die kleinen Kreaturen zerstören kann, wenn sie schon blockt. Wichtiger ist allerdings, dass die ausgerüstete Kreatur zu Beginn des Versorgungssegments uns eine Karte ziehen lässt. Die Wachsamkeit ist dann eigentlich nur noch Deko. Nachteil der ganzen Geschichte ist, wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, erhält der Gegner die Kontrolle über diese Ausrüstung.
Ist aber kein großes Problem. Wenn unser Gegner das einsetzt, haben wir eine Menge Removal. Wir haben die Shocks, wir haben unsere Magier mit der Armschiene. Das kriegen wir schon wieder zurück. Und zwar nach Möglichkeit in dem Moment, in dem eine Kreatur ausgerüstet wird. Sie wird ja nur vorne stärker, hinten bleibt sie gleich. Ist also, denke ich, machbar. Hier haben wir den Anführer des ganzen Decks. Auf ihm basiert das Ganze auch ein bisschen. Ich habe ihn gesehen, als ich die Armschienen gesehen habe, und dachte mir, das kann man doch bestimmt kombinieren. Funktioniert auch. Der Feuertreib-Paladin für 2 Mana eine 2-2 mit Wachsamkeit ist schon ganz gut. Für 2 Mana hat er plus 2 plus 0 oder für 2 Mana bekommt er Erstschlag. Auf ihm die Nachtstahlachse ist permanent eine 4-2 mit Wachsamkeit, das ist schon gut. Man kann ihm jederzeit Erstschlag geben, ist wieder offensiv und defensiv einsetzbar. Für den Armschienen des Illusionisten für 2 Mana plus 4 plus 0 ist auch in Ordnung. Er ist so ein bisschen die Trumpfkarte, er kann offensiv und defensiv eingesetzt werden. Ein bisschen wie die Geschwaderfalken, nur mit ein bisschen mehr Power. Dafür statt einem farblosen ein rotes Mana ist verkraftbar. Gut, wo sind die Schwächen dieses Decks? In der Anfangsphase ist man ein bisschen langsam, weil man im gegnerischen Zug viel machen muss. Man muss sich einiges an Mana offen halten, um zu reagieren auf den Gegner. Das heißt, wenn man gegen ein sehr starkes Aggro-Deck angeht, gegen das man sich nicht aufbauen kann, zum Beispiel Goblins sind da extrem schwer. Die machen am Anfang wahnsinnig viel Druck und haben selbst auch einen Schock, um zum Beispiel unseren Magier rauszunehmen. Also gegen solche sehr aggressiven Decks ist es schwer für unser Deck. Auf der anderen Seite gegen sehr kontrolllastige Decks, die ins Late Game kommen und dort viele große Kreaturen ausspucken können. Ich sag jetzt mal Grieselbart oder den weißen Engel hier. Hier den Bandenengel. Solche Sachen sind schwierig, wenn wir nicht gerade die Revolte auf der Hand haben. Sobald es dann anfängt mit den Verzauberungen, die 4-4 Engel Spielsteine produzieren, knickt das Deck relativ schnell ein, weil der Funkenmark ja alleine nicht ausreicht und so viele Schocks haben wir nicht. Auch die Revolten gehen uns irgendwann aus. Also gegen Unmengen großer Kreaturen haben wir es schwer und gegen sehr, sehr schnelle kleine Decks. Aber sind wir mal ehrlich, gegen Unmengen große Kreaturen hat es jeder schwer und gegen die ganzen kleinen Decks sind wir nicht ganz chancenlos. Gerade mit unserer Recycle-Maschine, Elixier der Sterblichkeit und Geschwaderfalke, mit ein bisschen Glück ist das machbar. Okay, und damit würde ich sagen, wir schauen gleich mal ins erste Duell des Abends. So, und unser erstes Spiel des Abends gegen die teuflische Trommel, Drum 666. Wir schauen uns mal die Starthand an. Wir haben Mana beider Farben, wir haben eine schöne Auswahl an Kreaturen und Unterstützungsgeschichten. Die nehmen wir doch gleich so und fangen mal mit dem Tor an. Kommt getappt ins Spiel. In der ersten Runde müssen wir nicht unbedingt was spielen. Da ist es sinnvoller, dieses getappte Land reinzubringen. Okay, unser Gegner spielt ein schwarzes Deck. Sollte interessant werden. Wahrscheinlich schwarz-weiß. Könnte auch schwarz-grün über den Friedhof sein, könnte aber auch schwarz-rot sein. Ich weiß das jetzt im Moment gar nicht mehr, was das war. Wir spielen jedenfalls unser erstes Gebirge und die Nachtstahlaxt in Vorbereitung auf Dinge, die da noch kommen sollen. Und damit ist klar, schwarz-weiß geht schon gut los. Der einsame Missionar ist ja inzwischen wohl bekannt bei uns. Den hatten wir auch schon selbst ein paar Mal dabei. Funktioniert richtig gut, die Kreatur. Gegner hat jetzt 24 Lebenspunkte und eine Kreatur, die blocken und angreifen kann. Aufgabe hat die Kreatur eigentlich schon erfüllt. Die Frage ist jetzt, nehmen wir den Falken oder den Paladin? Da ich bei Schwarz-Weiß mit einigen Möglichkeiten rechne, meine Kreaturen zu zerstören, gehe ich erstmal für den Falken, weil der ist entbehrlicher als der Paladin. Denn wo der Falke herkommt, da gibt es noch mehr. Wir haben wieder 7 Handkarten, 3 davon sind offensichtlich die Falken, das wird der Gegner auch wissen, aber was kann er schon dagegen tun? Und da ist der schwarz-weiße Gildenmagier. Gefällt mir gar nicht, dass der da ist. Je nachdem, wie gut sein Deck ist, kann der uns eine Menge Schaden machen oder sein Deck boosten ohne Ende, einfach durch die Lebensverknüpfungsgeschichte. Der muss also weg. Nur haben wir diese Runde leider keinen Mana. Das ist etwas schade. Den Missionar blocke ich nicht mit dem Falken. Da der Falke fliegt, kann ich da die Axt ausrüsten und 3 Schaden machen diese Runde. Das halte ich für sinnvoller. Dann nehme ich die 2 Schaden doch mal in Kauf.
um einfach die Geschwindigkeit zu haben, mit dem Falken gleich angreifen zu können. Und wir haben noch ein Mana offen für den Schock, damit wir den Gildenmarkier gleich beseitigen können. Da bin ich sogar am Überlegen, ob ich den Schock behalten soll bis in die nächste Runde. Deshalb spiele ich das so lange nicht. Aber jetzt sehe ich gerade noch, Moment, ich habe 8 Handkarten. Ich muss eine loswerden, sonst schmeiße ich sie ab. Und dann natürlich den Schock gespielt. Kurz mit dem Gildenmarkier weggeblitzt. Und das passt schon. So würde ich jetzt tauschen. Das heißt, 2 Schaden von ihm gegen 3 von mir. Leider macht er da nicht so ganz mit. Zum einen hält er sich natürlich wieder hoch und dann spielt er Tribut an den Hunger. Das heißt, den Falken werde ich opfern müssen, aber immerhin, der Gegner kriegt nur einen Lebenspunkt dafür, weil die Widerstandskraft des Falken so gering ist. Ja, der Angriff des Missionars, diesmal nicht zu verhindern, aber das passt schon. Die 2 Schaden sehe ich als Hintergrundstrom, das können wir mitnehmen. Die Revolte bringt mir erstmal gar nichts gegen den Missionar. Die Mauer auf der anderen Seite bringt mir sehr viel. Der Missionar nervt nicht mehr rum. Und wir ziehen eine weitere Karte. Eigentlich ist der Missionar den Schock nicht wert. Da könnten deutlich gefährlichere Sachen kommen. Deshalb möchte ich den Schock jetzt erstmal behalten. Ich werfe dann lieber einen der Falken ab. Jetzt haben wir schon 2 Falken im Friedhof. Sobald ich das Elixier der Unsterblichkeit ziehe, ist das kein Problem. Dann kriege ich die Falken auch relativ schnell wieder. Mit dem koordinierten Angriff bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, wann und wie. Dafür bräuchten wir im Optimalfall 2 Falken draußen. Fäulnisfraßmade ist jetzt etwas hässlich. Er entfernt eine Kreatur aus einem Friedhof aus dem Spiel und erhält Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft. Ich rechne jetzt fest damit, dass er mir einen Falken entfernt, was er aber nicht macht. Er entfernt seinen Gildenmarkier eigenartigerweise. Er bekommt dafür nur einen Lebenspunkt mehr. Das heißt, für mich hat keine Möglichkeit, seine Karten aus dem Friedhof zurückzubringen. Sonst hätte er sich den Gildenmarkier im Friedhof gehalten, schätze ich. Und er weiß nicht, dass ich den Friedhof bei mir wiederverwerten kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich im Überlegen, wie ich diese Made loswerde. Da bin ich ernsthaft im Überlegen, koordinierter Angriff zu nehmen, um der Made plus 1 plus 0 zu geben, damit ich sie mit der Revolte entfernen kann. Denn so wie es aussieht, das Schwarz-Weiß-Deck hat nicht sehr viele starke Kreaturen. Die Revolte könnten wir jetzt schon nutzen, um die Made loszuwerden. Für den Plan brauche ich eben 3 Mana, deshalb spiele ich jetzt mal nichts. Ich halte mir das Mana offen, um zu reagieren, nicht um zu agieren. Ein Edikt der Engel. Für 5 Mana schickt er eine Kreatur oder Verzauberung ins Exil. Das erscheint mir extrem teuer für eine solche Fähigkeit. Da gibt es eigentlich günstigere Removal-Möglichkeiten. Aber das ist schon in Ordnung. Ich reagiere jetzt drauf. Die Mauer und die Made erhalten plus 1 plus 0, damit ich die Made gleich entfernen kann. Den Missionar möchte ich nicht als Ziel nehmen, weil den kann ich gleich nicht mehr blocken oder entfernen. Es sei denn mit dem Schock, aber wie gesagt, der Missionar ist mir den Schock eigentlich nicht wert. Da warte ich lieber auf einen weiteren Magier oder ein Janis Rudelmitglied. Die sind für gewöhnlich am Anfang leicht zu entfernen und später wahnsinnig gefährlich. Da muss es aber dann wohl doch sein, sonst nimmt der Schaden langsam an. Und ich weiß im Moment nicht mal, ob er ein Ayanis Rudelmitglied hat. Er hat nur noch 2 Handkarten. Sein Mana ist relativ beschränkt, jedenfalls im Moment. Und sein Card Draw ist praktisch nicht existent. Jede Runde eine Karte. Das heißt, über einen etwas längeren Zeitraum würde ich ihn auf jeden Fall an der Front schlagen. Da ich ja schon meine Card Draw-Möglichkeit auf der Hand habe. Nur hat er so viel Removal, dass ich das im Moment noch nicht spielen will, dieses Amulett der Habgier. Da kommt das nächste Ding der Engel, entfernt meinen Paladin aus dem Spiel, nimmt ihm wieder 5 Mana und damit kostet ihn das wieder eine ganze Runde, effektiv. Jedes Mal, wenn er eine meiner Kreaturen entfernt, verliert er eine ganze Runde, weil er kein Mana mehr hat, um irgendwas zu machen. Hier vorsorglich schon mal die Nachtstahlaxt drauf, damit er kleine Vogel gefährlich aussieht. Mal sehen, ob wir den Gegner dazu bringen können, noch mehr Removal auf unsere Falken einzusetzen. Tatsächlich, noch ein Edikt der Engel.
Unglaublich. Na, die sind jetzt nur leider aus dem Spiel entfernt und nicht im Friedhof. Aus dem Spiel entfernt bringen mir die Falken natürlich gar nichts mehr. Den Magier möchte ich allerdings behalten und da ich fürchte, er hat noch ein Edikt, spiele ich lieber nochmal den letzten Falken. Jetzt habe ich zwei Kreaturen gespielt, also mit einem Edikt kann er die nicht alle rausnehmen. Das heißt, jetzt muss er spätestens mit anderen Karten kommen. Ich gucke nochmal nach. Edikt Engel ist eine Common. Also eine könnte er noch im Deck haben. Das Rudelmitglied und Nimbusflügel. Damit wird das Rudelmitglied von vornherein schon relativ stark und fliegt auch noch. Das gefällt mir gar nicht. Aber kein Problem. Dafür haben wir ja die Festnahme-Kreaturen, die wir nicht sofort entfernen können. Nageln wir damit ganz gut fest. Jetzt bekommt unser Falke die Nachtstahlaxt und mit der Falke in seinen Klauen kann er da erstmal ein bisschen Schaden machen. Allerdings hat der Falke da noch ein bisschen was vor sich. 25 Life ist eine Menge Zeug. Und ja, in 8-9 Runden kann da eine Menge passieren. Zum Beispiel ein behütender Engel. Solange der im Spiel ist, ist eine andere Kreatur unzerstörbar. Da nimmt jetzt natürlich das Rudelmitglied, weil er kein anderes legales Ziel hat. Und da das Rudelmitglied zurzeit noch in der Festnahme hängt, bringt ihm das nicht sehr viel. Wir haben auf der anderen Seite jetzt das Problem mit einer fliegenden 5-5, die es irgendwie zu beseitigen gilt. Damit wir in der Runde überhaupt was spielen, lege ich jetzt wenigstens mal das Amulett und rüste die Mauer da oben gleich damit aus. Ich habe im Moment nicht vor, den Magier zu spielen. Der wäre das Ziel von irgendwelchen Removal-Karten und gegen die 5-5 kann uns sowieso nichts helfen. Wir warten erstmal ab. Im Zweifelsfall kann ich mit dem Falken den Engel blocken. Ist aber nicht das, was ich ganz gern tun würde. So, da greift er uns an. 5 Schaden ist eine Menge Zeug. Aber die nehme ich hin. Ich will den Falken dafür jetzt nicht opfern. Da greife ich lieber an. Er hat jetzt schließlich keinen Blocker. Wir ziehen extra Karten jede Runde. Und Bingo, da haben wir die Revolte. Das heißt, der Engel verabschiedet sich. Wir behalten die Borgpräsenz bei und jetzt bin ich froh, dass ich den Falken nicht geopfert habe. Er hat keine Handkarten mehr, da bringt ihm das Ganze mal auch nichts. Also greifen wir mal weiter mit dem Falken an. Wichtig im Moment wäre, dass wir ein weißes Mana offen halten für Wille der Götter, um eine Karte von uns zu schützen, für den Fall, dass er gleich einen Removal zieht. Aber wir haben jetzt das Mana, also können wir jetzt auch den Magier legen. Die gezogene Karte war ein Land, die bringt ihm erst mal gar nichts. Also nutzen wir den Magier am Ende der Runde, um ihm ein bisschen Schaden zu machen. So helfen unserem Falken und beschleunigen das Spiel. Und da gibt er auch auf, wird von der KI ersetzt. Er sieht ein, das hat keinen Sinn mehr. Mein Deck hat zu viel Removal, er zieht zu langsam nach, ihm fehlt einfach der Card Draw. Er hat grundsätzlich keine Spielfehler begangen, aber ja, ohne den Card Draw ist sein Deck ein wenig zu langsam. Ich würde ihm vielleicht empfehlen, einen der teuren Engel oder zwei durch Mentoren auszutauschen, um durch die günstigen Kreaturen noch ein bisschen Karten nachzuziehen. Das würde das Deck wahrscheinlich deutlich stärker machen, einfach weil man mehr Karten zur Auswahl hat, um zu spielen jede Runde. Gut, der gegnerische Planeswalker ist jetzt eigentlich nur noch Sandsack. Für unseren Falken, kleine Flugübung. Mit zwei Echsen ist das jetzt ein 5-1, das heißt, das geht jetzt sogar relativ fix. Mit dem Magier, der hilft, ist das eine Sache von 3 Runden. Und wie gesagt, mit jeder Runde eine Karte, da braucht er wahnsinniges Glück, dass er dann genau die Karte zieht, die ihm da noch hilft. Aber gut, für die KI drücke ich da nicht die Daumen. Das Gezogene war wieder ein Land. Das ist die Gefahr, wenn man zu viele Länder im Deck hat. Wenn man gegen Ende nur noch Länder zieht, kann man das Spiel auch nicht gewinnen. Ja, im Großen und Ganzen war ich jetzt ganz zufrieden mit dem Deck. Es hat eigentlich das getan, was ich erwartet habe. Es hat relativ viel Kontrollelemente gehabt.
Ach, Ayanis Rudelmitglied konnten wir zwar nicht entfernen, aber das haben wir trotzdem unter Kontrolle gebracht mit der Festnahme. Haben nicht nur das Rudelmitglied, sondern glücklicherweise auch noch seine Verzauberung gebunden. Das heißt, mit einer Karte von uns, zwei Karten von ihm gebunden. Das ist eine gute Sache. Unsere Schocks haben wir ganz gut eingesetzt, denke ich. Schade ist ein bisschen, dass wir so viele Falken verloren haben, aber dafür sind sie da. Und seine restlichen starken Kreaturen wie dieser Engel waren ja kein Problem für die Revolte. Das ist aber auch nichts Neues. Die Revolte setze ich ja immer dann ein, wenn ich ein weißes Deck habe. Dafür ist sie da. Unser Card Draw funktioniert inzwischen auch sehr gut. Der Trick bei dem Amulett ist, so lange zu warten, bis der Gegner sein Pulver verschossen hat. Dann kann er die Mauer auch nicht mehr zerstören. Und mal ganz im Ernst, wenn er die Mauer zerstört, dann hat er zwar das Artefakt da liegen und könnte es zwar auch benutzen, aber ich habe da zurzeit größere Bedrohungen liegen. Ich glaube nicht, dass man sich in Anbetracht der Äxte, Paladine und des Magiers wirklich um die Mauer kümmern möchte. Und das sollte jetzt auch der finale Stoß sein. Der Paladin ist ja relativ günstig aufzuwerten. 11 Schaden und Game Over. So, und im zweiten Spiel spielen wir gegen Dave. Wir steigen in der ersten Runde ein. Ich hatte gerade nur ein Gebirge gespielt. Er einen Sumpf und legt jetzt einen Ghoul. 1-1, wenn er diesen opfert, verlieren wir einen Lebenspunkt. Er erhält einen dazu. Dave hatte kleine Probleme mit seiner Starthand. Er musste so oft neue Karten auswählen, dass er nur noch 5 hatte am Anfang. Beziehungsweise 6 Handkarten. Das ging sogar noch. Wir auf der anderen Seite sind auch nicht so ganz glücklich beschenkt mit unserer Hand. Ich meine, wir haben eine Menge Mana. Wir können praktisch, wenn wir das ganze Mana mal liegen haben, alles spielen, was wir im Deck haben. Aber wir haben am Anfang keine echten Optionen. Die Mauer ist unsere einzige Kreatur und die kommt frühestens in der 4. Runde. Deshalb, ja, das Teil hilft uns auch nicht wirklich. Damit könnten wir die gegnerische Kreatur verstärken. Das ist jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Den Schock auf den Ghoul einzusetzen macht keinen Sinn. Als Reaktion würde er den Ghoul einfach opfern. Wir würden einen Lebenspunkt verlieren, er einen dazu bekommen und der Schock geht ins Leere. Er kultiviert sein Deck weiter, also scheinbar hat er ein bisschen Mana-Probleme, vielleicht zu wenig Länder im Deck oder einfach das Pech, dass er sie nicht zieht. Sein Deck ist außerdem relativ groß. Er hat 4 Handkarten, eine Karte im Friedhof, 55 im Deck, das sind schon die 60, hat aber nochmal 5 draußen gerade. Also auch ein bisschen über 60 Karten, wenn man dann nur, sagen wir, 18, 19 Länder dabei hat, wird es schon ein bisschen eng. Ja, ich spiele gerade so ein bisschen Tarnen und Täuschen bis hierhin. Ich habe so getan, als wäre es ein reines Rotdeck, das total mit Mana überflutet ist. Jetzt könnte man darauf schließen, okay, ich hätte nur weiße Karten auf der Hand, aber bisher kein weißes Mana gehabt. Also tun wir mal so, als hätten wir richtig massive Probleme gerade. Entspricht auch in gewisser Weise der Wahrheit. Wir können ja nichts wirklich sinnvoll spielen bisher. Er dagegen läuft auch nicht so ganz an. Da haben wir, glaube ich, beide ein bisschen Glück. Der eine Schaden von Ghoul jede Runde ist mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Aber dann noch die 3-2 mit Einschüchtern. Die kann man nur mit schwarzen oder mit Artefaktkreaturen blocken. Beides habe ich nicht im Deck, deshalb stört mich das ein bisschen. Ein Schaden ist okay jede Runde, 4 Schaden ist zu viel. Also würde ich sagen, wir machen das mal zack, Blitz tot. Noch mehr rotes Mana. Gut, wir spielen weiter das Spiel, dass wir total aufgeschmissen sind, was unser Mana und die Handkarten angeht. Er kann ja nicht wissen, wie es tatsächlich aussieht. Jetzt haben wir endlich die Mauer draußen. Ist schon mal ein Lichtblick. Er kann mit dem Ghoul nicht mehr wirklich sinnvoll angreifen. Und wir hätten die Chance, wenn wir das Mana übrig lassen, jede Runde, dass wir mal ein bisschen Schaden machen. Bluttribut. Die Karte sagte mir gar nichts bis dahin. Wir verlieren die Hälfte unserer Lebenspunkte aufgerundet. Und wenn er noch ein Vampir gehabt hätte zum Tappen, dann hätte er diese Lebenspunkte dazu bekommen. Das ist eine verdammt mächtige Karte. Die kannte ich bis zu dem Spiel noch nicht.
interessant. Jetzt sind wir auf 8 Lebenspunkte runter. Und da drüben liegt nur ein 1-1. Da kommt man sich leicht verarscht vor. Das ist ein Schock, von dem muss man sich dann erstmal erholen. Und wenn man dann sieht, dass man eigentlich nur Unterstützungskarten draußen liegen hat und damit eigentlich nichts anfangen kann, kommt man schon ins Grübeln. Wie gewinnen wir das noch? Da muss ich sagen, echtes Glück, dass das Deck vom Gegner scheinbar nicht so ganz gut läuft. Noch ist allerdings nichts entschieden. Gut, er hat 12 Lebenspunkte mehr und spielt ein Schwarz-Grün-Deck, was vermutlich mit dem Friedhof arbeitet. Es gibt eine schwarz-grüne Hexerei, damit könnte er sich diese schwarze Megakarte zurückholen. Ist nicht. Jetzt spielt er einen weiteren Ghoul. Der kommt ins Spiel zurück, sobald er ein Land spielt. Und wenn ich weniger als 10 Lebenspunkte habe, was ja zurzeit der Fall ist, dann hat er auch noch Eile und kann sofort angreifen. Gefällt mir auch nicht sonderlich gut. Unser Gegner hat zwar im Moment nur eine Handkarte, aber wenn das ein Removal ist, könnte er einfach darauf warten, dass ich das Amulett der Habgier an eine Kreatur anlege und diese dann zerstören. Immerhin haben wir jetzt noch ein paar Falken, das heißt, endlich fangen wir mal an, unser Deck zu spielen und können tatsächlich einige Kreaturen ins Spiel bringen, um vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen. Handkartensituation sieht inzwischen auch wieder ganz gut aus dadurch. Unser Gegner kultiviert weiter sein Deck. Das hat natürlich den Vorteil, dass er die Deckqualität bei sich deutlich erhöht. Je weniger Länder er hat im späteren Spielverlauf, desto sinnvoller sind die Karten, die er tatsächlich zieht. Ganz nebenbei bringt er sich so auch noch die ganzen Länder ins Spiel. Das heißt, er hat auch das Mana, um das zu machen. Also kultiviert eine großartige Karte. Sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite müsste er so langsam aber sicher mal anfangen. Er hat nur noch eine Handkarte. Und die Decksituation sieht im Moment eigentlich gar nicht so schlecht aus bei uns. Gut, ich entscheide mich jetzt doch mal dazu, das zu riskieren mit dem Amulett. Wenn er die Kreatur zerstört, hat er das Amulett, legt dann eine Kreatur an und die können wir wahrscheinlich relativ schnell beseitigen. Wenn nicht, dann haben wir jede Menge Karten dadurch. Wir müssen ein bisschen aufholen. Mana-mäßig hinken wir weit zurück, lebenspunktemäßig ebenfalls. Da muss ein bisschen was passieren. Damit er nicht auf die Idee kommt, gleich zu blocken, lege ich mal noch wieder einen Falken aus. Noch haben wir die Teile, also nutzen wir sie auch. Womit ich langsam mal anfangen möchte, ist meine Mauer zu tappen immer wieder, um Schaden zu machen am Ende seiner Runde. Hier wittere ich eine Falle, deshalb will ich nicht mit der Mauer blocken. Wer weiß, was er da noch als Handkarte hat. Könnte ja alles möglich gezogen haben in der Zwischenzeit. Dann opfere ich lieber den Falken, um seinen Ghoul zu beseitigen. Viele Länder, schätze ich, hat er nicht mehr. Die hat er ja mit seiner Kultiviererei aus seiner Bibliothek rausgezogen. Das heißt, der Ghoul wird wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig oft kommen. Die Arme schien mal an unser Elementar gelegt, damit, wenn wir es aktivieren, die Fähigkeit zweimal ausgelöst wird. Mana habe ich zwar noch offen, das möchte ich jetzt aber fürs Elementar nutzen in seiner Runde. Deshalb halte ich einen Falken mal als Blocker zurück. Der eine Falke genügt ja völlig mit der Axt, um anzugreifen. Meuchel, da wird eine getappte Kreatur zerstört. Da bin ich wirklich froh, dass ich das Elementar noch nicht getappt hatte. Das wäre nämlich sonst draufgegangen und dann wäre das Amulett bei ihm gelandet. Jetzt ist das Meucheln aber weg. Er hat keine Handkarte mehr übrig und es ist der Ende seines Zuges. Wir sind also gleich wieder dran und enttappen die Kreatur. So machen wir wenigstens mal 2 Schaden. Wir müssen eigentlich ein kleines bisschen aufpassen. Er hat einige Möglichkeiten, wieder zurückzukommen. Sein Vampir hat zum Beispiel Lebensverknüpfung, kann ihn wieder ein bisschen hochheilen. Jetzt hat er außerdem einen Vampir. Wenn er diese schwarze Hexerei nochmal spielt, kann er den tappen. Jetzt haben wir zwar nicht mehr viel Leben zu verlieren, aber das würde er dann auch noch dazu kriegen. Und die Kiste ist schon knapp genug.
So, der Falke hat mal wieder zwei Äxte, hat schließlich auch zwei Klauen, da kann er die tragen. Er scheint kein Interesse zu haben, darauf zu reagieren. Gut, er hat keine Handkarten und der Falke fliegt. Also als Blocker den zweiten Falken rein. Und für den Falken habe ich jetzt sogar eine Idee. Wenn gleich der Vampir angreift, bekommt dieser Falke Erstschlag und plus 1 plus 0. So umgehe ich die Lebensverknüpfung des Vampirs. Und so langsam aber sicher kriegen wir ihn auf unser Niveau runter, würde ich sagen. So, trotzdem kenne ich seine Handkarte gerade nicht, deshalb möchte ich es mal nicht riskieren, mit der Mauer zu blocken. Und zu Recht, damit hätte er die Mauer sofort gekillt. Plus eins für jeden Wald, den man kontrolliert. Damit ist der Vampir natürlich unglaublich stark, fügt jetzt 6 Schaden zu, das heißt die Heilung ist auch enorm groß. Aber ich sag's mal so, lieber den Falken geopfert als unsere Mauer. So, wir haben einen Schock gezogen, der ist ganz nützlich gegen den Vampir. Der Ghoul wird wie gesagt einfach weggeopfert, das bringt uns gar nichts. Jetzt beginnt das Rechnen. Wie kriegen wir die 14 Lebenspunkte raus, bevor wir unsere 6 Lebenspunkte verlieren? Als erstes mal angreifen. Jetzt haben wir noch 9. Das heißt, wir sind einigermaßen gleich. Dieser Elf kann nur geblockt werden von Kreaturen mit Flugfähigkeit. Wir haben unseren Falken, das heißt, das wäre kein Problem. Aber ich möchte mit dem Falken angreifen und den nicht als Blocker benutzen. So, den Vampir entferne ich jetzt, bevor er Schaden machen kann, sonst heilt sich der Gegner zu sehr hoch. Und er opfert seinen Ghoul, um uns einen Schadenspunkt zu machen und sich um 1 zu heilen. Was ich recht interessant fand zu dem Zeitpunkt, spielt im Moment noch keine so große Rolle. Unser Vogel macht 5 Schaden, ob er jetzt 9 Lebenspunkte hat oder 10, spielt keine Rolle. So kriegen wir ihn jetzt zwar auf 8 runter, ohne das Opfern des Guts wären es aber auch nur 7 gewesen. Das reicht auch nicht, um ihn mit einem Schlag zu erledigen. Gut, mit 7 Lebenspunkten wäre das in der Runde mit dem Elementar erledigt gewesen. Er kann ja nicht wissen, dass ich jetzt noch einen Schock auf der Hand habe. Na gut, der Gegner hat überhaupt keine Fehler gemacht. Ich schätze, er hatte einfach ein bisschen Pech mit dem Card Draw. Sein Deck sah enorm stark aus, aber am Anfang wahrscheinlich keine Länder und hinterher viel zu viele. Na gut, das war Spiel 2. So, nach dem letzten Spiel habe ich mir überlegt, man könnte das Deck ja noch mal ein bisschen anpassen. Denn mit einer Karte war ich jetzt gar nicht so sehr zufrieden. Ich hätte aber schon eine im Kopf, die mir da besser gefallen hätte im letzten Spiel. Und deshalb passen wir das jetzt gleich mal noch an, sozusagen on the fly. Und wir schmeißen raus den koordinierten Angriff. Der hat mir nicht so sehr gefallen im letzten Spiel. Hätte die Sache zwar theoretisch etwas beschleunigt, aber ich weiß nicht. Nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hätte. Stattdessen nehmen wir rein schnell geübte Gerechtigkeit. Plus 1, plus 0 und Erstschlag bleibt uns erhalten, aber wir bekommen sogar noch einen Lifelink oben drauf. Wir tauschen dadurch zwar rotes Mana gegen weißes, aber ich würde sagen, der Tausch lohnt sich. Wir haben quasi keine Nachteile. Die Karte ist mir beim Deckbau selbst irgendwie durch die Lappen gegangen. Jetzt ist er drin. Und wir schauen mal, ob wir die Spiele dadurch vielleicht etwas weniger knapp gestalten können. So, nach dem Umbau spielen wir als nächstes gegen Prince of Science. Er ist der Champion, so soll es ja sein. Wir gucken uns mal die Hand an. Die behalten wir, genau. Wir haben das Mana, um praktisch beide Farben zu spielen. Und auch die meisten Karten in unserem Deck können wir damit schon spielen. Zumindest die meisten Removals und Support-Sachen. Wir haben den Magier auf der Hand, der uns später vielleicht ein bisschen hilft. Wir haben das Elementar. Revolte. Und natürlich jetzt auch die neue Karte. Gleich zweimal sogar. Das heißt, da können wir die gleich mal richtig ausprobieren, ob sich der Umbau gelohnt hat.
Unser Gegner spielt einen Meiler-Unhold. Den kennen wir auch ganz gut. Nur erwarte ich den nicht in einem Rot-Schwarz-Deck. Das verspricht interessant zu werden. So ein Deck hatte ich noch nicht gesehen bis dahin. Schauen wir mal, wie das wird. Also Schwarz-Rot hat natürlich jede Menge Möglichkeiten, spontan Zaubertricks reinzuspielen. Die meisten davon sind ziemlich hässlich. Für die Gegner natürlich. Das heißt, der Unhold hat jede Menge Möglichkeiten, aufgepumpt zu werden. Und kann relativ stark zuschlagen. Dazu kommt, dass er von sich aus gesehen erstmal nicht stark genug ist, dass wir ihn mit Revolte entfernen können. Aber er ist auf der anderen Seite auch zu stark, als dass wir ihn mit unserem Magier erledigen können. Wir hätten zwar das Mana für den Magier gehabt, aber ich rechne ehrlich gesagt mit Removals. Schock ist das Minimum. Deshalb schicke ich erstmal andere Kreaturen vor. Den Magier, wie gesagt, spielt man eigentlich eher etwas später, wenn sich die ganze Board-Situation ein bisschen entwickelt hat und das meiste Pulver verschossen ist. Sonst, ja, ist das quasi ein Opfer. So ist es jetzt ein wenig ärgerlich, da wäre mir der Magier sogar ein bisschen lieber gewesen als die Mauer, weil der Gegner dadurch natürlich jetzt mehr Lebenspunkte erhält. Beim Magier wäre es nur einer gewesen. So, beide Unholde 4-2, das sind 8 Schaden. Das ist ein bisschen viel, deshalb jetzt hat er für Stärke 4, das heißt Revolte funktioniert. 4 Schaden tun immer noch weh, aber lieber das als die 8 Schaden. Ja, mit dem Schock der zweite Unhold auch kein Problem. Das mache ich auch sofort. Kein Grund, das hinauszuzögern. Wer weiß, was der nächste Runde noch kommt. Jetzt mal den Magier. Ich weiß nicht, aber besser als gar keine Karte zu spielen, die Runde. Ein wenig beängstigend ist, dass er die gleiche Anzahl an Mana hat, aber mehr Handkarten als wir. Ein bisschen schade. Unser Elixier der Unsterblichkeit hilft uns hier nun auch nicht sonderlich weit. Da fehlen uns die Falken. Mit den Falken wäre das eine feine Sache, da könnten wir den Unhold blocken und wenigstens die Falken wegopfern. Mit dem Elixier würden wir sie sofort wiederkriegen. Jetzt erstmal noch die Mauer gespielt, damit der Unhold nicht sofort angreifen kann. Natürlich, wenn er aufgepumpt ist, ist er stärker als unsere Mauer, aber die Mauer hat Stärke 2. Das reicht, um den Unhold zu erledigen. Der Bohrrausch reicht allerdings auf der anderen Seite locker aus, um unsere Mauer zu erledigen. Und der Unhold wird aufgepumpt dadurch. Das ist hässlich. Jetzt müsste man noch ein weißes Mana übrig haben, dann wäre der Unhold Geschichte. War leider nicht so. Erfahrungsgemäß fällt immer ein Mana. Ganz egal, wie viel man hat und was man vorhat, ein Mana fällt immer. Gegner baut sich weiter auf, ist richtig schick. Also er hat eine Menge Mana, hat auch noch 3 Handkarten, sein Deck läuft richtig gut. Ich bin ziemlich begeistert, auch wenn man im Moment nicht viel davon sieht. Das sind eigentlich nur Unholde und ja, eine Handvoll Zauber, die andere Kreaturen entfernen. Aber genau das macht einen Beatdown aus. Das ist der Kern der Sache und das ist alles, was man braucht. Entfernt die Kreaturen des Gegners und pumpt die eigenen auf. Jetzt will er den Magier haben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb bekommt der Magier jetzt einfach mal Schutz vor Rot. Und das Land kann ich überhaupt nicht brauchen nächste Runde. Wir brauchen andere Optionen und nicht nochmal ein Land, das getappt ins Spiel kommt. 4 Mana reichen grundsätzlich mal aus, um durch so eine Krise durchzukommen, in der ich mich gerade fühle. So, der Unhold kann unserem Magier jetzt natürlich nichts machen, aber ich gebe dem Magier jetzt mal +1/+0 Erstschlag mit Lifelink und ganz nebenbei schieße ich dem Teil auch noch einen Schaden, da wir jetzt erst getappt werden durch die Fähigkeit. Und durch den Erstschlag ist der Unhold erledigt und wir kriegen überhaupt keinen Schaden. Blocken war gefahrlos, der Magier hatte ohnehin Schutz vor Rot für die ganze Runde. Aber so zerstört ein 0-1 Magier eine 4-2 Kreatur. Gut, da haben wir jetzt die Armschienen. Das heißt, sobald die am Magier anliegen, sind die Unholde kein Problem mehr. 2 Schaden sind damit, wie gesagt, leicht zu machen. Einfach mal Magier tappen und auswählen, drauf zeigen und wegnuken.
Allerdings war das schon der dritte Unhold, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Also viel kommt da wahrscheinlich ohnehin nicht mehr. Da habe ich jetzt ein bisschen die weißen Karten verwechselt, weil ich das Deck eben erst umgebaut hatte. Ich dachte, das ist die Karte, die mir Schutz vor einer Farbe gibt. Jetzt habe ich ihm plus 1 plus 0 Erstschlag und Lifelink gegeben. Nur bringt mir das nichts, wenn er einen Schaden vom Titan kassiert. Da habe ich ein bisschen gepennt und die Karten verwechselt, weil diese Karte jetzt neu war. Vorher hatte ich nur eine weiße Karte für ein weißes Mana. Naja. Gut. Der Titan ist ein Mörder. Mörder werden erstmal festgenommen. Das heißt, er kann nicht angreifen, nicht blocken und keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Aufpumpen ist nicht. Ohne den Angriff schießt er keinen Schaden und ja, damit hätten wir den erstmal rausgenommen. Aber kein Problem, er hat ja noch einen großen Drachen. Der Belagerungsdrache. Immer wenn er angreift oder ins Spiel kommt, schießt er allen Mauern im Spiel, ich glaube, 2 Schaden. Jedenfalls ziemlich hässlich. Wir haben zwar Verteidiger im Deck, aber nur eine Mauer. Das wäre die Mauer der Omen. Ja, da greift der Drache an. Das ist hässlich. 5 Schaden. Das machen wir nicht mehr lange mit. Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Elixier. Da kommt auch noch die Muse der Grabgesänge. Er bekommt zu Beginn jeder Runde für jeden Zombie, den er kontrolliert, einen Schaden und darf eine Karte ziehen. Die Muse selbst ist ein Zombie, sonst hat er keine. Das ist eine relativ kontrollierte Art für ein schwarzes Deck, um Karten zu ziehen. Unser Elixier hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht. Wir haben einfach ein Land nachgezogen. Nicht sehr sinnvoll. In dem Spiel haben wir halt mal ein bisschen Pech mit dem Card Draw und unser Gegner hat ein verdammt starkes Deck und macht überhaupt keine Spielfehler. Man findet immer einen, der stärker ist und da lief es halt jetzt mal nicht so gut für uns. Da kriegen wir die nächsten 8 Schaden. Ah, da machen wir noch ein bisschen mehr draus. Dann machen wir da 12 draus und Game Over. Und das bringt uns auch schon zum letzten Spiel des Abends, diesmal gegen Brad in Captivity. Er hat nur noch 6 Handkarten. Wir entscheiden uns auch eine neue Hand zu ziehen, weil die erste einfach zu wenig Mana hatte. Bei der zweiten haben wir jetzt eine Menge Mana. Wir haben die Falken, wir haben Schock und Festnahme. Das funktioniert alles wunderbar. Wir haben sogar das Amulett der Habgier. Das heißt, wir können zusätzliche Karten ziehen im Laufe der Zeit. Da haben wir einige Möglichkeiten. Deshalb nehmen wir das auch so. Na also, da hätten wir auch schon die erste Kreatur, die dem Amulett würdig ist. Mit dem Amulett eine 4-4, die eine Weile durchhalten sollte. Okay, schwarz-blau. Damit habe ich üble Erfahrungen gemacht. Derjenige, der mir Magic beigebracht hat vor vielen, vielen Jahren, hat selbst ein unglaublich starkes Schwarz-Blau-Deck gespielt damals. Ich habe inzwischen auch mal versucht, es nachzubauen hier bei Magic 2015. Aber unterm Strich, abgesehen von Inseln und Sümpfen, hat man nur den Mahamoti-Djinn. Alle anderen Karten des Decks sind hier leider nicht im Kartenpool, sodass es nicht sonderlich sinnvoll war. Ich habe also große Erwartungen in das Schwarz-Blau-Deck. Ich bin mal gespannt, was da passieren wird. So, dieser Ghoul kommt immer wieder zurück, wenn der Gegner einen Land spielt. Relativ beliebte schwarze Kreatur. Mein Magier kann den jedes Mal wieder zu dem Friedhof schicken. Solange der Magier überlebt. Schauen wir mal, wie lange er es diesmal macht. Wenn der Gegner die Chance hat, wird er ihn gleich entfernen. Der Magier ist schließlich deutlich gefährlicher als der Falke. Totes Gewicht. Jawohl, und da fehlt der Magier. Wie gesagt, sobald man die Möglichkeit hat, entfernt man den. Der macht nur Stress. Auf der positiven Seite lebt unser Falke noch. So, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben wir gerade nicht. Uns fehlt irgendwie noch ein Land, damit wir wenigstens unser Elementar spielen können. Also greifen wir in der Zwischenzeit nochmal mit dem Falken an. Wie gesagt, das Deck ist wie der Stich der 1000 Nadeln. Langsam und qualvoll. Und wenn es sein muss, dann macht man alles mit einer 1-1-Kreatur.
Für unseren Gegner scheint das auch nicht wahnsinnig gut zu laufen. Er hat relativ wenig Mana. Dafür noch viele Handkarten, also einige Optionen. Ja, liederliches Verlangen. 2 Schaden für eine Kreatur, 2 Lebenspunkte für den Gegner. Saubere Sache. So ist natürlich der Angriff des Falken erstmal wieder hinfällig. 20 Lebenspunkte für beide. Ich bin ja froh, dass er auch nur 3 Mana hat. Und da kommt endlich das 4. Mana für uns. Erstmal wieder mit dem Falken angreifen, gemäß der Regel erst hauen, dann bauen. Wir greifen zuerst an und in der zweiten Phase überlegen wir uns dann, wie der Gegner eventuell reagiert hat und was wir dann als nächstes spielen wollen. Volles Risiko diesmal. Wir haben jetzt keinen Mana offen gelassen, um das Elementar zu schützen irgendwie. Mir wäre es auch lieber, wenn wir jetzt noch ein weißes Mana hätten. Oder noch besser das Doppelland. Dann könnte man sich aussuchen, ob man den Schock oder Wille der Götter spielt. Kann so besser auf den Gegner reagieren. Hier hält er das Spiel nochmal an, den Timer in seiner eigenen Endphase. Da bin ich mir nicht ganz sicher, warum. Vielleicht was im echten Leben, dass da was dazwischen gekommen ist. Katze auf die Tastatur gesprungen oder so. Soll ja vorkommen. Wie auch immer. Wir sind wieder bei 7 Handkarten. Im Moment haben wir den Kartenvorteil und auch den Boardvorteil. Das möchte ich ganz gern beibehalten. Erst angreifen. Dann was spielen. Problem ist gerade, dass wir nur ein weißes Mana haben. Das schränkt unsere Möglichkeiten sehr ein, da unsere Handkarten fast alle weiß sind. Die Mauer hilft uns sehr, den Kartenvorteil erstmal zu behalten. Und für alle Fälle hätten wir jetzt ein Ziel für unser Amulett. Jetzt scheint ihn der Falke doch so sehr zu nerven, dass er eine Handkarte dafür opfert. Und ich denke mir, die hat er jetzt so lange zurückgehalten, diese Handkarte. Das muss belohnt werden, also spielen wir nächste Runde unseren Magier wieder aus. Den Removal hat er gerade rausgeschossen. Wenn er noch einen haben sollte, ist es einfach Pech. Oh, nicht mal. Nochmal ein Falke. Gut, der Falke hat Einsatzverzögerung. Das heißt, für die Runde verlieren wir den Angreifer. Mit dem Magier hätten wir einen Schaden schießen können im Ernstfall. Wäre vielleicht besser gewesen. Da kommt der Ghoul zurück, jetzt aber auf jeden Fall der Magier. Der Magier ist ja quasi Ghouljäger. Und dann ein Totengräber. Nur hat er im Moment keine Kreatur mehr im Friedhof, deshalb kriegt er da nichts auf die Hand zurück. Das heißt, sein Deck läuft gerade wirklich auf Sparflamme. Ich schätze, er hat einfach ein wahnsinniges Pech mit dem, was er zieht. Aber wenn er Kreaturen im Friedhof will, das ist eine Sache, da kann ihm helfen. Also erstmal Blitz auf den Totengräber. Und ein weiteres Gebirge. Ach, das ist herrlich. Gut, dann unser Magier. Schließlich hat er einen Ghoul zu erledigen. Und wieder, wir sind nur dabei, dem Gegner zu helfen. Wir bringen eine Kreatur in den Friedhof. Das wollte er ja gerade eben, so wie es aussieht. Und natürlich wieder der Falke. Immer wieder ein bisschen rumpicken. Langsam und zielstrebig. Das Deck macht, wie gesagt, immer wieder kleinen Schaden. Es ist sehr kontrollbasierend. Im Optimalfall kommt der Gegner nicht wirklich ins Spiel rein. Hier liegt es jetzt allerdings weniger an unserem Deck als vielmehr am Deck des Gegners selbst. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Gut, nochmal Wille der Götter. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, Kreaturen zu schützen. Diesmal wirklich. Die Festnahme scheinen wir gerade auch nicht wirklich zu brauchen. Was wir gerade wirklich brauchen könnten, wären Ebenen, weißes Mana, um unsere ganzen weißen Karten zu spielen. Das würde mal wirklich helfen. Ja, neues Land, neuer Ghoul. Und das ist ein viel zu großer Dämon. Eine 5-3 fliegt, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber eins nach dem anderen. Als erstes mal wieder Magier gegen Ghoul. Ich würde sagen, Magier gewinnt. Wie immer. So, Revolte gegen den Dämon. Das lassen wir den Kleinen hier nicht gefallen. Und schon geht der Dämon. Als nächstes rüsten wir eine Kreatur aus mit
dem Amulett. Wir verteilen das alles ein bisschen, dass alle Kreaturen ungefähr gleich nervig sind. So kann er nicht alles entfernen. Wenn er jetzt die Mauer entfernt, hat er zwar das Amulett, aber wir behalten wenigstens unser Elementar. Die Mauer macht ja im Prinzip gar nichts, solange er keine Kreaturen hat, um anzugreifen. Und das verhindert unser Magier ziemlich gekonnt. Gedankenentzug lässt uns zwei Karten abwerfen. Ist ein bisschen hässlich, aber im Moment habe ich eigentlich alles auf dem Spieltisch, was ich möchte. Da kann ich auch auf zwei Handkarten verzichten, zumal wir jetzt mit dem Amulett natürlich extra Card Draw haben, das heißt zwei Karten sind sofort wieder ersetzt. Am Ende seiner Runde schießt ihm der Magier ein bisschen Schaden. Wenn man keinen Ghoul hat, muss man andere Ziele. Extra Card Draw. Immerhin, da haben wir dann nächste Runde ein zweites weißes Mana. Es ist eigentlich wahnsinnig gefährlich und ein deutliches Statement für die Qualität des Decks, wenn es eigentlich nur mit einer Farbe funktioniert, beziehungsweise nur ein Mana für die zweite Farbe. Das heißt, die Mana-Kurve funktioniert, das ganze Deck ist relativ schön balanciert und der eine Teil kann den anderen Teil tragen, wenn es drauf ankommen sollte. Gut, die Kreatur stört mich ganz besonders. Immer wenn er eine Hexerei oder einen Spontanzauber spielt, bekommt er eine fliegende 2-2-Kreatur. Das Problem ist, dass ich diese blaue Kreatur nicht so leicht kaputt kriege. Ohne die Armschienen habe ich im Moment nichts, was so viel Schaden macht. Das heißt, jetzt muss ich entweder warten, bis ich die Kreatur kaputt kriege, oder ich muss sehr schnell viel Schaden machen und das Spiel gewinnen. So, das nächste Elementar hilft. Und dadurch macht jetzt jedes Elementar mit der Fähigkeit 3 Schaden, da wir 3 Verteidiger haben. Mit dem zweiten Elementar sind es schon mal 6 Schaden. Mit dem Falken und dem Magier sollte das jetzt demnächst gelaufen sein, denke ich. Es sei denn, der Gegner spielt da jetzt noch was sehr Überraschendes. Bei Schwarz-Blau wäre mir aber gerade nichts bekannt, außer vielleicht der Zeitschleife und eine Menge Glück. Ein Boardkiller gibt es nur in Weiß in der Edition. Für 6 Mana, wenn ich das richtig weiß. Zerstört alle bleibenden Karten, die keine Länder sind. So, der Vampir mit Lebensentzug stört mich ein wenig. Aber was so ein echter Ghouljäger ist, der wird auch mit einem Vampir fertig. Ein Untoter ist genauso gut wie der andere. Dann machen wir nochmal 3 Schaden auf den Spieler. Und jetzt sind wir nochmal dran. Und ja, eigentlich ist egal, dass wir jetzt ziehen. Wir benutzen Elementar und gewonnen. So, und das wäre es für heute dann auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Spielen. Wie ihr gesehen habt, war das Deck diese Woche tatsächlich etwas stärker als das letzte Woche, besser vorbereitet, besser ausgewogen und trotzdem konnten wir zwischendrin eine kleine Veränderung vornehmen. Ich denke, die hat sich auch gelohnt. Das Deck hat sich bewährt. Ich glaube, das werde ich behalten. Alles klar, dann hoffe ich mal, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder ist Friday Night Magic. Bis dahin, macht's gut und haltet euch steif. Ciao, Freunde.